Ja, moin Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Manche von euch erkennen vielleicht, welches Spiel heute gespielt wird. Ja, heute spielen wir das Spiel Undertale. Ein Spiel, wo wir in einen Untergrund gelangen mit vielen Monstern bei Mount Abbott. Zur heutigen Zeit sogar irgendwo. Das, was jetzt gerade kommt, das übersetze ich noch nicht. Jedenfalls fallen wir da jetzt runter. Ein bisschen über Undertale weiß ich schon. Man kann dort die Monster entweder töten oder man kann sie an die Wand labern und versuchen, sich mit denen anzufreunden. Das sind dann einmal der Pazifisten Run und der Genocide Run. Ich will erstmal den Pazifisten Run machen und ich will danach auch den Genocide machen. Und vor allem, was ich noch zusätzlich weiß, bei dem Undertale, was ich habe, das ist für die Switch, gibt es nochmal ein paar zusätzliche Gegner, die es beim vorherigen Undertale für den PC nicht gab. Ja, die Instructions, wenn ich nur Leben habe, habe ich verloren. Ja, ist nirgendwo anders, ne? A ist bestätigen, B ist canceln und X ist Menü. Beginnen wir. Und ich würde sagen, du heißt mal bitte genauso wie ich. Also, ihr wisst, wie ich es meine. Oh, geht nicht. Ich meine, für den Pazifisten gab es auch einen speziellen Namen. Ich meine, Frisk hieß der. So nenne ich den dann jetzt. Mein Name geht nicht. Habe ich gerade probiert. Ja, Frisk passt. Ich weiß, dass der spezielle Name Frisk ist und ich nenne ihn auch Frisk. Alter, wie stark der Name da einfach mal rumwackelt. Als wäre der aus Wackelpudding. Wir sind runtergefallen, jetzt sind wir hier auf einer Blumenwiese. Wir haben gar nichts. Wir haben nur Bandagen und ein Stöckchen. Wir laufen jetzt einfach mal den Weg hier lang. Und da steht eine Blume. Wartet mal kurz, der Fernseher ist ein bisschen laut bei mir. Ich will ihn nur ein bisschen leiser stellen, damit ihr nichts doppelt hört. Howdy, ich bin Flowey. Flowey die Blume. Bitte, was? Du bist sehr neu hier im Untergrund. Oder etwa nicht? Oh mein Gott, du musst sehr verwirrt sein. Jemand muss dir beibringen, wie die Dinge hier unten laufen. Ich glaube, ich, alter Typ, muss das mal wieder erledigen. Bereit? Okay. Legen wir los. Siehst du dieses Herz? Das ist deine Seele. Das ist die reine Inkarnation meines Daseins. Okay, ich bestehe nur aus einem Herzen. Die Seele beginnt sehr schwach. Aber es kann stärker werden, wenn ich Level sammle. Wofür steht Level? Natürlich für Liebe. Oh, das ist ja wunderbar. Möchtest du etwas Liebe? Natürlich willst du die. Keine Ahnung. Ich werde ein bisschen mit dir teilen. Hier unten. Liebe wird geteilt. Kleine weiße Freundschaftskugeln. Bist du bereit? Okay, gib mir deine Freundschaftskugeln. Meine HP sind gesunken. Du Idiot. In dieser Welt heißt es töten oder getötet werden. Ach, du hast mich verarscht, du blöde Blume. Wir sind jetzt keine Freunde mehr. Ich hab dir vertraut. Warum würde in sich jeder, irgendwer
diese Gelegenheit entgehen lassen. Oh, scheiße, bin ich am Arsch. Ich bin tot, oder? Er sagt doch, ich soll sterben. Ganz ruhig. Hä, wieso bin ich geheilt? Ich weiß nicht, wer du bist, aber danke. Was für eine schreckliche Tour. Einfach so eine junge, unschuldige Person zu quälen. Aber sei nicht besorgt, mein Kind. Ich bin Toriel. Die Beschützerin der Ruinen. Ich wandere durch diesen Platz, um zu sehen, ob jemand runtergefallen ist. Ich bin der Erste. Also du bist der erste Mensch, der hier nach einer langen Zeit runtergefallen ist. Och, das klingt doch nett. Bin ich wirklich der Einzige, der sich hierher verirrt hat? Also ich habe online nachgesehen, es gibt wirklich nicht viele, hier in Deutschland zumindest, die viel zu Undertale gemacht haben. Komm, ich zeige dir den Weg durch die Katakomben. Du bist mir auf jeden Fall vertrauenserregender als diese Blume. Oh, was für eine wunderschöne Welt hier. Was ist das? Die Schatten der Ruinen liegen oberhalb. Und sie erfüllen dich mit Determination. Was ist. Was hieß nochmal Determination? Ich glaube, das hieß Entschlossenheit. Muss ich hinterher nachgucken. Leben wurde vollkommen hergestellt. Okay, hier kann ich offenbar speichern. Gut zu wissen. Warte auf mich, Toriel. Willkommen zu deinem neuen Zuhause, unschuldiger Einer. Lass mich dir zeigen, wie es hier in den Ruinen gemacht wird. Ah, okay. Muss ich mir das merken, wie du das gemacht hast? Die Ruinen sind voller Puzzle. Obwohl, ich glaube, das soll Rätsel heißen. Antike Fusionen zwischen Diversionen und Türschlüssel. Ich weiß nicht, was Diversions heißt. Einer muss sie lösen, um von Raum zu kommen. Bitte passt dich zu den Hinweisen hier an. Okay, das hier ist wahrscheinlich ein Hinweis, oder? Nur die Mutigen können hier durch. Mutige, idiotische, beide sollten nicht im Mittelweg laufen. Was passiert denn, wenn ich da laufe? Gar nichts. Okay, um hier irgendwas zu schaffen, muss ich verschiedene Schalter betätigen. Keine Angst. Ich habe sie beschriftet. Du musst sie nur benutzen. Hä? Es scheint so, als ob die Beschriftung ein bisschen abgegangen wäre. Oh, nein. Das könnte etwas herausfordernder sein, als ich dachte. Wie herausfordernd hast du dir das denn bitte für mich vorgestellt? Ich bin ein kleines Kind, siehst du das nicht? Ich bin offenbar 8 Jahre alt. Ich soll auf dem Weg bleiben. Okay, ich soll A drücken, um was zu lesen. Soll ich den drücken? Ich denke mal, ich soll den drücken. Alles steht noch. Den hier auch? Okay. Super, ich bin stolz auf dich, Kleiner. Oh, das ist nett von dir, Toriel. Lass uns zum nächsten Raum gehen. Als ein Mensch, lebend im Untergrund, werden dich Monster wahrscheinlich angreifen. Du musst dafür bereit sein. Aber fürchte dich nicht. Der Prozess ist ganz einfach. Wenn du gegen ein Monster kämpfst, wirst du in einen Kampf verwickelt. Während du in einem Kampf bist, versuch eine freundliche Konversation zu führen. Man muss jetzt hier mal kurz sagen, wer von euch würde, wenn er einem Monster gegenübertritt, erstmal versuchen, eine Konversation zu finden. Ganz ehrlich, ihr würdet zuerst zur Waffe greifen. Stall for time.
Also ich soll einfach eine Zeit lang abwarten und die wird dann ein Problem lösen. Ich soll jetzt an diesem Teil hier es ausprobieren. Okay. Ich denke mal, Fight soll ich nicht machen. Ich will ja erstmal Pazifist machen, das heißt, Kämpfen kommt nicht in Frage. Ich kann das Ding jetzt checken oder mit ihm sprechen. Ich spreche mal mit dir. Ich habe mit der Puppe geredet. Es sieht nicht so aus, als ob es wirklich reden will. Joy sieht ziemlich glücklich mit dir aus. Ja, ich habe gewonnen. Ich habe mit etwas erfolgreich geredet. Yay! Ich bin auch mal sehr gut darin. Hier ist wieder ein Rätsel in diesem Raum. Ich frage mich, ob du es lösen kannst. Ist hier was? Wo ist denn das Rätsel? Oh, hi. Frogget. Kompliment, oder ein Kompliment machen oder beleidigen? Natürlich ein Kompliment machen. Tori guckt ziemlich böse. Okay. Der westliche Raum ist der... Die Blaupause für den linken Raum, also den östlichen. Das, was wir da hinten gesehen haben, ist jetzt das Rätselslösung für hier. Ja, hier, nimm meine Hand für einen Moment. Oh, das ist ja so lieb. Toriel, ich mag dich. Ich mag dich so richtig. Rätsel scheinen jetzt ein bisschen zu gefährlich zu sein. Du hast dich sehr gut geschlagen bisher, mein Kind. Wie auch immer, ich habe eine schwierige Frage an dich. Ich soll diesen Weg jetzt hier alleine laufen. Ich soll ihr dafür vergeben. Lass mich nicht allein. Ich habe Angst. Ich habe Angst ohne dich, Toriel. Wo bist du? Toriel! Toriel, bitte. Lass mich doch nicht alleine. Toriel, wo bist du? Ach, die hat sich da hinten versteckt. Grüß, mein Kind. Fürchte dich nicht. Ich habe dich nicht allein gelassen. Ich war die ganze Zeit hinter dieser Säule. Danke, dass du mir vertraut hast. Wie auch immer. Es gab einen Grund für diese Übung. Zu test hier. Um meine. Ich weiß nicht, was Independence heißt. Ja, aber es sollte das testen. Ich muss mich jetzt um einige Sachen kümmern. Kannst du hier für eine Weile allein bleiben? Bitte bleib hier. Es ist viel zu gefährlich, hier alles allein zu erkunden. Ich habe eine Idee. Ich werde dir ein Telefon geben. Ich kriege ein gratis Telefon! Wenn du irgendwas brauchst, ruf einfach an. Sei brav, okay? Doch, jetzt lässt sie mich schon wieder allein. Ich kann sie jetzt anrufen. Hallo. Hier ist Toriel. Du wolltest nur Hallo sagen? Oh. Hallo. Ich nenne sie meinem Haar. Hast du mich gerade Mutter genannt? Ja, du bist jetzt meine Mutter. Ich glaube, du siehst für mich aus wie eine Ziege. Du bist meine Ziegenmutter. Ja! Macht dich das glücklich? Mich Mutter zu nennen? Na dann, nenn mich, wie du auch magst. Och, ich mag sie.
Jetzt also sage ich mal ein bisschen über mich selbst. Nee, über sie offenbar. Naja, da ist nicht viel zu erzählen. Ich bin nur eine alte, dämliche Frau, die sich ein bisschen zu viele Sorgen macht. Und jetzt flirten wir mal eine Runde mit ihr. Ja. Hä? Ja. Wie süß. Ich könnte dir die Backen kneifen. Oh, ich mag sowas überhaupt nicht. Du kannst auf jeden Fall jemand Besseren finden als mich, alte Frau. Ich spreche für sie, ne? Ich bin ja wohl kaum eine Frau. Oh, da ist ja Frogit! Hallo? Hier ist Dorie. Du hast nichts im Raum vergessen, oder? Da sind noch ein paar Rätsel im darauffolgenden Raum, die ich noch erklären muss. Es wäre gefährlich, sie alleine zu versuchen. Sei brav, okay? Und Frogit, hast du was für mich? Rabbit, excuse me. Entschuldige mich, Mensch. Ich habe ein paar Tipps für dich, wenn du Monster bekämpfst. Die Monster in dieser Welt sind sehr aggressiv und gefährlich. An diesem Ort wird dir Wegrennen nicht wirklich helfen in der ersten Runde. Es wäre besser, erst ein paar andere Optionen auszuprobieren. Wie zum Beispiel reden. So verspielt durch die Blätter zu watschen, füllt uns mit Entschlossenheit. Kannst du es glauben? Feine Frogget und Winsalot. Wieso kannst du es glauben? Kompliment! Ja, er hat mich versteckt und perfekt verstanden. Hallo? Was fängt das hier direkt so an? Hallo? Ich weiß, dass ich mich nicht von diesen weißen Dingern treffen lassen sollte. Das habe ich durch Flowey gelernt. Oh, Final Frogget ist gelb. Was heißt das? Muss ich Ihnen jetzt noch mehr Komplimente machen? Vor allen Dingen, was ist Mercy? Spare. I've made my shows. Nein, tu mir nichts, Wimsalot. Aua! Ah, das hat weh getan. Ich kann es theorisieren. Ich kann beten. Oder ich kann eine Konsole anschalten. Konsole. Bitte lass mich leben. Wir können über alles reden. Oh, Wimsalot ist auch friedlich. Aber was meinte das Spiel gerade mit? Du kannst es nicht glauben. Es sagt, nimm dir eins. Okay, dann nehme ich mir eins. Ich habe mir ein Stück genommen von den Süßigkeiten. Take one, take a candy. Nein. Es heißt, nimm dir eins. Und daran halte ich mich. Ich werde nichts Böses tun. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier gerade... Oh, ich habe aus Versehen Fight gemacht. Gut, dass ich nichts gemacht habe. Ich hätte aus Versehen einen Unschuldigen verletzt. Mystify. Ich habe etwas Mysteriöses getan. Es versteht das und muss jetzt mehr von der Welt lernen. Nein, aua! Ich bin tot. Wieso habe ich das Gefühl, dass die da noch nicht hingehören? Die killen mich mit 4 Schlägen! Aber
Habe ich noch das... Nein. Okay, hier haben wir wieder den finalen Frogget. Wir machen wieder was Mysteriöses. Aua! Böser Frosch! Böser Frosch! Böser Frosch! Ich krieg Geld dafür, dass ich die am Leben lasse. Ich wollte doch nur durch. Rechts. Ich tippe auf rechts. Da wollte mich gerade einer angreifen, aber ich habe es noch aus dem Raum geschafft. Hallo? Hier ist Torje. Nur aus reinem Interesse. Was bevorzugst du? Cinnamon oder Butterscotch? Also Zimt oder Butter? Butterscotch-Kuchen. Oder um was geht es? Hallo? Hier ist nochmal Tori. Du magst... du hast Cinnamon nicht, oder? Ich weiß, was du bevorzugst, aber... Aber würdest du deine Nase aufrichten, wenn du es auf deiner Platte finden würdest? Richtig, richtig. Ich verstehe. Danke für es... da sein. Oh nein. Final Frogget. Mach wieder Mystify. Nein! Hör auf! Hallo! Hör auf! Okay. Drei von vier grauen Stein solltest du schieben. Ein nicht? Okay, ich habe gerade eben gelernt, dass dieser Boden brüchig ist. Okay, hier kann ich offenbar laufen. Rechts? Nein. War falsch. Oh, hier scheint offenbar der Weg zu sein. Ich habe am Anfang richtig geraten, aber danach war ich auch mal falsch. Ich soll nicht auf die Blätter treten. Ach, die Blätter sagen mir, wo ich durch kann und wo nicht. Okay, ich versuche mir das zu merken. Oh nein. Oh, jetzt sind es wieder die beiden. Ich glaube, ich werde besser erst ihn los. Konsole hatte bei ihm funktioniert. Nein, hört auf! Aus! Böse! Muss das direkt so heftig anfangen? Oder bin ich einfach nur ein Pechvogel? Also der Frogget davor, der war viel friedlicher. Okay, darf ich auf diese Blätter treten? Ja, darf ich. Hast du nicht das Schild unten gelesen? Okay, hier nach unten, dann nach rechts und nach oben. Ja! Jetzt sind wir bei Steinchen angekommen. Die sollen da drauf, das weiß ich. Ihr mögt mich nicht. Aua! Aua! Ich hab noch das Candy. Es hat 10 Leben geheilt. Nein! 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 So, der Frosch ist weg. Aua! Ich bin tot. Ich soll nicht die Hoffnung verlieren. Friss. Bleib entschlossen. Wer zum Geier spricht da mit uns? Ja, ich würde sagen, wir beenden heute mal den Part hier. Ich habe gerade gespeichert. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Das hilft mir immer sehr gut. Und wenn euch der Kanal gefällt, auch ein Abo. Finde ich noch besser.
Müsst ihr aber nicht. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Part. Da versuche ich dann ein bisschen Tutorial durchzukommen. Ich versuche es. Kämpfe werde ich dann im Gegensatz zu heute überspringen, wenn da Gegner kommen, wo ich es schon vorher genauso hatte wie mit denen. Damit ich euch hier nicht pausenlos das gleiche vorsetze. Ja, und ich würde sagen, ciao Leute!